Ja, hallo Leute, und es geht weiter mit Daylight. Ich habe gerade zwei Parts am Stück gespielt. Da seht ihr auch immer daran, dass ich immer noch gleich aussehe. Und im Hintergrund ist es mittlerweile auch dunkel geworden, deswegen bin ich auch nicht mehr so ganz so rot beleuchtet. Habe ich auch in vorigen Aufnahmen gesehen, dass ich da immer so ein bisschen rötlich war. Wie dem auch sei, wir haben 4 von 5 Relikten. Das ist ziemlich gut, aber auch ziemlich gefährlich. Und ich habe keine Ahnung, wo wir in dem ganzen großen Wald noch ein Relikt finden werden. Und nochmals entschuldige ich mich, falls es wieder so ruckelt. Ich habe jetzt auch noch mal in der Grafikeinstellung, also nicht im Spiel, sondern halt wirklich auf meiner Grafikkarte nachgeguckt, in Systemsteuerung und überhaupt. Also ich habe wirklich noch mal geguckt, ob ich da irgendwas machen kann, aber nicht so gut, nicht so wirklich. Und oft passiert das halt, wenn ich schon ja, so zwei Parts aufgenommen habe, dann fängt es halt immer so an zu ruckeln. Und ich kann ja leider nicht abbrechen. Ich würde den Rechner neu starten, aber so geht's ja leider nicht. Ich muss ja weiterspielen. Spielzwang. Ja, ich gucke eben auf die Uhr. Los geht's. Oh, das waren ja gleich zwei. Wahnsinn. Okay. Ich habe gleich zwei auf einen Streich hier. Geht klar. Okay, es fehlt nur noch eine. Nur noch eine kleine Reliktgeschichte. War hier noch irgendwas? Ich kann mich nicht daran erinnern, an diesem Brunnen gewesen zu sein. Hallo? Okay. Ich könnte jetzt hier echt überall lang laufen, aber ich laufe mal nach oben, weil da oben sind neue Signalfackeln. Und da hole ich mir jetzt noch mal welche. So. Wieder frisch ausgestattet suchen wir jetzt das vierte Relikt. Problem ist nur, sie merkt sich ja auch hier gar nichts auf der Karte irgendwie. Ich laufe mal wieder querbeet. Ich laufe da mal runter. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Ich überlege gerade, wo wir sind, aber. Oh Gott, war sie nah dran, alter Schwede Scheiße, direkt hier im Wasser. Oh mein Gott, sie war direkt neben mir, ey. Ich hätte gleich sterben können. Ey, ich wette, die verfolgen mich nur noch. Die Scheißviecher. War hier was? Nee. Boah, ich bin wieder voll aufgeregt und nervös, ey. Nach zwei Parts spielen ist es dann schon noch was anderes als am Anfang. Vorhin war ich noch so, denke ich mir, ja, aber ich mache ich mal jetzt eben. Need the key. Scheiße. Ich wette, ich bin voll auf der falschen Seite. Da ist wieder der Friedhof. Und da habe ich nicht ein Relikt gefunden. Ist doch auch komisch. Oder hatte ich eins gefunden? Ich drehe mich hier mal rum. Ich sehe aber nichts. Lauf, 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 lauf. Oh, ich gehe wieder den Berg hoch, ey, ganz ehrlich. Ich gehe den Berg hoch, da sind meine Signalfackeln. Da weiß ich immer, hier kann ich hin. Ist ja auch schön, dass hier so welche sind, oder? Ich meine, so ein kleiner Vorrat an Signalfackeln sollte mal in jedem Wald sein. Hat da hinten gerade irgendwas geleuchtet? Ist sie da hinten? Ist da hinten eine Hexe oder warum? Guckt mal, seht ihr diese Lichter da hinten?
Ist ja merkwürdig. Da laufe ich jetzt mal hin. Falls die da sind, vertreibe ich sie. Und falls sie es nicht sind... Ach, scheiße, ich weiß nicht, wo lang, Leute. Jetzt lauf schon. Mach hinne. Ich finde es einfach nicht. Es ist bestimmt an irgendeinem blöden Baum. An irgendeinem Baum und ich weiß nicht wo. Da! 5 von 5. Problem ist nur wieder jetzt, dass ich nicht weiß, wohin damit, weil ich den Key ja noch gar nicht habe. Unfälle und Gerüchte plagen Hospizprojekt mit Islandheim, 7. Januar 1987. Der Aktienkurs von GNC Investments Corp. ist gestern inmitten schädlicher Gerüchte um das ohnehin bereits krisengeschüttelten Bauprojekt um 30% gesunken. Laut einer anonymen Quelle im Unternehmen wurde vor Ort mehrere Gräber entdeckt, die mehr als 300 Jahre alt sein sollen. Obwohl über den Inhalt der Gräber nichts bekannt ist, mutmaßte derselbe anonyme Kontakt, es könne sich um archäologische Überreste amerikanischer Ureinwohner handeln. Wenn das stimmt, könnte das den Bau weiter verzögern oder gar zum völligen Stillstand bringen. Hier! Yeah! Yay! Oh, wie geil! So, was nehme ich jetzt? Die komische Buddel oder... Da, die Puppe! Die Puppe! There's no escape. I can see that now. Mag ja sein, mag ja sein. Even the rich fell prey to the 12. Affluence would offer no protection from them. Some would say they suffered the most. Exposure, disaster. The flames rose up on their lavish display. Oh oh, oh oh. Das finden die, glaube ich, gar nicht gut. Es geht wieder los. Die dürfen mich jetzt echt nicht erwischen. Ja, hör auf, die Puppe anzugucken, ganz ehrlich. Die Puppe ist doch völlig geil. Pack die Puppe weg. Das war doch irgendwo da hinten. Ich lauf einfach. Es war irgendwo hinten rechts. Ich weiß es. So. Komm schon. Komm schon, du wirst den Weg finden. Bitte lass mich den Weg finden. Oh Gott, ich bin so gut dabei. Ich muss es einfach finden. Es lief jetzt so gut. War es nicht hier? Shit. Wo muss ich lang? Der komische Brunnen. Ich weiß, ich laufe hier gerade nur am Rand, aber damals bin ich so da auch hingekommen. Und wenn ich hier eine Riesenrunde laufe, solange ich sicher bin... Ach, komm schon. Ich will das jetzt finden. Ich will da jetzt hin. Ich will das jetzt hinkriegen, echt. Oh Gott, wir sind, glaube ich, so kurz davor, es zu schaffen. Und dann hat dieser Fluch endlich ein Ende. Vielleicht kommen wir mal endlich dahinter, was hier eigentlich los ist.
Ja, lauf, lauf, lauf. Sieht gut aus. Ich gucke immer so auf die Karte nebenbei. Ich weiß, es ist da, 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 da. Ja. Ja. Okay. 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 Spieldaten werden gespeichert. Ich guck mal auf mein Handy. Gott sei Dank, ich hab's hingekriegt. Alter Falter, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so gut in dem Wald vorankomme, ganz ehrlich. Zu Händen aller Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, den Bau am Mid Island Hospice zu beenden. Alle Bauarbeiten sind ab sofort einzustellen. Alle weiteren durchgeführten Arbeiten sind nicht von GNC Investments genehmigt und führen zur Vertragskündigung. Alle bisher beschäftigten Mitarbeiter werden bis zum Monatsende ausbezahlt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch ans Hauptbüro. Vielen Dank. GNC Investments. So, jetzt hat GNC Investments auch keinen Bock mehr, wie es scheint. Okay, es stürzt irgendwie alles so ein bisschen ein. Das ist toll. Kann ich da hinten rauf? Ja, kann ich. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns langsam dem Spielende und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir so gut durchgekommen sind. Brian, wie angeordnet hat das Team die Arbeit wieder aufgenommen und mit dem Entfernen der Überreste begonnen. Während wir zunächst von nur einer Leiche ausgegangen, haben wir inzwischen mehr entdeckt. 12, um genau zu sein. Die Weise der Bestattung schien auf den ersten Blick zufällig erfolgt zu sein. Aber wir haben bemerkt, dass sich jemand bemüht hat, die Leichen mit dem Gesicht nach unten in ihre Särge zu legen. Ich habe die Überreste an einen sicheren Ort bringen lassen, damit sie keinen neugierigen Blicken ausgesetzt sind. Aber die Arbeit wird sich etwas verzögern, da ein paar Leute aus meinem Team an einer Art Fieber leiden. Und ins Krankenhaus mussten. Die Ärzte sagen, der Auslöser sei ein Pilz, aber die Leichen sind sauber und merkwürdig gut erhalten, vor allem wenn man bedenkt, wie lange sie schon herumliegen müssen. Man muss sich nur ihre Kleidung ansehen, und eine von ihnen wurde mit einer Bibel begraben. Darauf stand: Für Mary, möge Gott dir gnädig sein. 1666. Joe. Das wird ja immer besser hier. Da will ich doch jetzt nicht wieder rüber, oder? Na, ich bin doch gerade erst hier. Ich will doch nicht wieder in den Wald. Das wäre doch Humbug. Okay. Ja, und was will ich jetzt hier? Da ist noch ein Zettel. Ich habe immer so Angst, mit dem Fuß runterzufallen an der Seite. Joe, nach weiteren Grabungen im Untergeschoss des Hauptgebäudes wurden 12 Gräber entdeckt, vorerst unbestätigt. Wir haben das Bodensonar verwendet und irgendwas ist definitiv dort unten. Die Jungs und ich haben vor, sie heute Abend auszuheben, um sie uns anzusehen. Ich werde vorerst mit niemandem darüber reden, bis wir wissen, was es ist. Vermutlich irgend so eine dämliche Indianergrabstätte. Das wird den Bau um Monate verzögern. Hoffen wir, dass es unbedeutend genug ist und wir es einfach vergessen können, Brian. Okay. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Lauf, 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 lauf. Die
Nein, ich will nicht wieder in ein Haus. Ich will nicht wieder in ein Haus. Ich will nicht. Round and round. Warum ist dein Leuchtstab so schnell ausgegangen? Warum ist denn der Leuchtstab so schnell ausgegangen? Werden wir ja noch sehen, was ich hier so alles finde. Du hilfst mir ja sowieso hier nicht. Hier kann ich durch. Hier nicht. Was ist hier? Was ist hier bloß alles passiert? Ich fühle mich gar nicht gut, weil hier die ganze Zeit nichts passiert und ich glaube, dann geht richtig die Hölle los. Scheiße, scheiße, scheiße. Ist da irgendwas? Nee. Was ist hier? Ich kann das nicht lesen. The Mid Island. Dr. Walter Mercer. Hier sind Fotos von irgendwelchen Leuten. Mid Island Hospital forced to close. Cursed. Okay. Ferry Boat Disaster. Okay. Okay, hier sind so die ganzen, mit den ganzen Leichen und so. Was ist hier? Was ist mit der Heizung? Warum glitzert die so? So, als wäre die ein Objekt, was ich finden soll. Oh, ein Schreibtisch. Hallo, Betty. Hallo, 13. Datum 4. April 1988, Akte Patientin 13. Ich führte Patientin 13, geboren am 7. Juli 1987, in diesem Krankenhaus, steht eine schwere Zukunft bevor. Nachdem ihre Mutter bei der Geburt verstarb, Komplikationen durch rapiden Blutverlust und verschiedene Narkotika in ihrem System, taten wir alles uns Mögliche, um Pflegeeltern für sie zu finden. Sie ist ein unvorstellbar liebes Baby und die meisten Schwestern kümmern sich besonders um sie. Kurz nach ihrer Ankunft haben wir nach Angehörigen in der Umgebung gesucht, aber unsere Recherchen haben uns in eine interessante Richtung gelenkt. Der Name Gwyn hat offenbar eine lange und bewegte Geschichte hier. Die ältesten Berichte gehen bis zur Legende der 13 Hexen zurück, die angeblich hier auf Mid Island getötet wurden. Die überlebenden Angehörigen der Familie Gwyn wurden anscheinend kurz darauf aus der Stadt vertrieben. Ich bezweifle, dass es eine Verbindung gibt, aber einige der abergläuberischen Mitarbeiter halten die Zahl 13 für keinen Zufall. 13 leidet zwar nicht an fötalem Alkoholsyndrom, aber sie wird von regelmäßig wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen geplagt. Einige der Ärzte hier glauben, es könne sich um Narkolepsie handeln, aber andere Symptome lassen mich daran zweifeln. 13 starrt manchmal stundenlang ins Leere. Sie verlangt nie nach Essen. Sie schwankt zwischen Überschwänglichkeit und Katatonie. Wie sollen wir ihr je ein Zuhause finden? Ihre ersten Pflegeeltern haben sie zurückgebracht, weil sie seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat und weil Dinge in ihrem Zimmer auf unerklärliche Weise über Nacht verrückt wurden. Einige der Schwestern sagen, ihre Mutter hätte sie in einem Fluch belegt, aber ich glaube, sie hat vor ihrem Tod nach Unsinn geredet. 13 ist ohne Zweifel etwas Besonderes. Ich wünschte, ich könnte sie selbst aufnehmen, so kurz vor unserer Schließung. Muss ich gestehen, dass ich dich vermissen werde. Sarah Gwyn, mögest du mit Gottes Hilfe zu der Frau werden, die du sein kannst und nicht zu dem Produkt deines Erbes. Sarah? Da leuchtet was. Let's begin. You remember, don't you? Your poor mother, screaming in pain, gasping as she brought you here. All that time spent hiding, trying to protect you, failing to protect herself. All that time sick and wandering, only to be brought back here to die. How her heart sank when they wheeled her in, knowing in spite of it all, they'd find you. You're quite lucky, you know. Despite having ended her life, she loved you, Sarah. She really did. The last thing she did protected you, cast you in light. And yet, the darkness, you know, the blackouts, the blackness so thick you can hardly see, it kept them from you, Sarah. It kept you being you, even when you didn't know who you really were. Wow, okay. Wir sind, wow, voll der Flashback. Wir sind mit Sarah zurück. Wir sind mit Sarah zurück und sie erinnert sich an alles? Oder wie?
Sie ist also quasi die Verfluchte, oder... Okay, ich gehe einfach mal lang. Alles ist in Ordnung. Noch ist nichts passiert, wie es scheint. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Also zieht sie das so alles an? Ist sie so eine Art... Was geht denn jetzt ab? Wir werden gerufen. Ich gehe einfach geradeaus. Die Hexen oder so rufen sie. Was? Ich soll laufen? Wow! 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 And so, you succeed into the light. Succession to the top of your own burning star, encircling all 10 in 3. Oh my God. It's me. Huh? Was? Okay. Das kam sehr abrupt jetzt, das Ende, muss ich sagen. Coole Musik. Ja, okay. Ich werde das mal so ein bisschen zurückdrehen hier und... Okay, wow, okay. Ich bin gerade baff, dass das Spiel so plötzlich zu Ende ist und wir das so schnell durchbekommen haben. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass Sarah das irgendwie selber ist. Ich habe schon vermutet irgendwie, dass es ja einen Grund geben muss, warum sie da... Oh, ich muss mal leiser drehen. Warum sie dahin geführt wird die ganze Zeit von dem Mann. Aber ich weiß bis jetzt nicht, wer der Mann ist, der da gesprochen hat. Aber es wird wohl irgendeiner sein von diesem Hospital, der sie von früher noch kannte. Irgendjemand, der halt ihr Geheimnis wusste. Und ich verstehe es noch nicht ganz. Also... Ist sie jetzt so eine Art dämonisches Kind oder halt eine Tochter von einer Hexe gewesen? Und dann waren das ja auch mehrere Leichen, die begraben wurden. Und das sind ja die Hexen, die immer wieder aufgetaucht sind und die sie gerufen haben, so verstehe ich das. Ja, darüber muss ich irgendwie erstmal nachdenken. Natürlich bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich bin gerade baff. Und freue mich, dass wir das Spiel zusammen durchgekriegt haben. Schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare, was ihr jetzt so von dem Ende gehalten habt und von der Hintergrundstory. Wahrscheinlich habe ich auch nicht jeden Zettel jetzt gefunden überall. Vielleicht hätte man da auch noch mehr Informationen rausgekriegt, aber ich glaube auch nicht so viele. Ich glaube, so der letzte am Schreibtisch war so der endgültige Aufschlusszettel sozusagen über Sarahs Vergangenheit, dass sie das Baby ist. Ich finde, das ist eine ziemlich geile Geschichte, wo ich finde, da hätte man das Ende noch mehr... Also ich hätte mir da so eine Sequenz einfach gewünscht. Nochmal so eine richtige, so irgendwas, wo... Selbst wenn man sie nicht so direkt sieht, dass irgendwas halt nochmal passiert. Aber vielleicht bin ich da auch zu überschwänglich irgendwie, dass ich mir das jetzt gerade wünsche, weil ich das Spiel gerade zu Ende gespielt habe. Ja, ich finde es ziemlich cool. Es hat echt... Spaß gemacht, wenn man das so nennen kann. Ich hatte halt wirklich Schiss teilweise oder ziemlich oft immer. Vor allem, wenn ich so 2, 3 Parts hintereinander gespielt habe, dann steigert sich das halt immer mehr. So irgendwann kann man das nicht mehr so verdrängen, dieses Gefühl, jetzt kommt gleich ein Schocker, also jetzt könnte gleich was passieren. Das wird dann für mich jedenfalls teilweise immer schlimmer statt besser, obwohl man ja wenigstens wusste dann über die Zeit, was jetzt da überhaupt an Bösem auf einen zukommt. Ist ja immer schlimm, wenn irgendwas einen verfolgt oder wenn irgendwas ist und man gar nicht weiß, wie es aussieht. Und es waren halt immer diese Hexen, die einen dann
verfolgt haben und wenn man das wusste und ich fand es halt ganz tricky von mir eigentlich, mich immer so an die Wand zu stellen, weil dann, gut, das war ein bisschen öde vielleicht für euch dann, aber so konnte ich ihr ganz gut aus dem Weg gehen und ich hatte jetzt auch keine Lust, 500.000 Mal alles nochmal zu spielen, was ich ja teilweise tun musste, also Spielzwang halt und dass man halt, ja, vieles nochmal machen musste, fand ich ein bisschen doof. Ansonsten sehr geil, hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Horrorspiel oder im nächsten Let's Play oder whatever, keine Ahnung. Ja, ich freue mich, wir haben es geschafft. Bis dann.